Ja, deswegen wollte ich zum Beispiel heute Morgen auch schreiben, weil Multi hat mich angeschrieben, ob ich nicht Bock habe mitzumachen. So, und dazu wollte ich dann ein paar Fragen stellen, weil ich darauf durchaus Bock hätte. Amazon braucht halt Geld. Die haben das echt krass angehoben mit den Werbungen. Wirklich, wirklich, wirklich heftig. Ich sehe das auch bei mir in der Übersicht. Sie wird safe mit dir spielen? Ja. Das Ding ist halt, ich hätte halt heute Morgen so Fragen gestellt wie, ist es ein eigener Server? Habt ihr geplant, irgendwann PvP gegeneinander zu machen? Also was ist generell der Plan? So, weißt du, was ich meine? Weil eigener Server ist es ja, das weiß ich, das habe ich ja gesehen in deinem Discord. Der Werbung hat einen anderen Grund. Oh, cool. Ach, hallo Maxien. Oha. Winke, winke. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Ich winke einfach mal zurück. Maxien ist mir runtergegangen. Oha. 50%, 30 und die 100. Ja, ja, das weiß ich ja. Das hatten die ja gesagt gehabt. Aber das sagt jetzt nur am Anfang irgendwie so mit den 50%, soweit ich weiß. Ist halt schon echt schlimm, ne? Also teilweise ist es so 6-7 Werbungen hintereinander, manchmal 8 oder 10, wo ich mir so denke, boah. Das macht eine Konversation übelst schwierig, ne? Mit einem Streamer zu kommunizieren. Vor allem kriege ich ja auch nicht mit, wann jemand irgendwo Werbung hat. Das ist ja übelst schwer. Schon mal 1 Cent. Wo sehe ich denn das? Also, ich kann mir vorstellen, wo ich gucken muss, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass da ein einzelner Centbetrag steht. Ach so, meinst du die Rechnung? Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich bin da selbst jetzt so der Fan. Ich würde sie auch ausmachen. Ich würde darauf scheißen. Aber ja, so finanziert sich halt auch Twitch, ne? Das Ding ist halt auch, dass du keine vergleichbare gute Stream-Plattform findest, ne? Es gab ja zwischendurch ein paar, die sich aber nicht wirklich durchgesetzt haben. Und du hast natürlich auch die Zuverlässigkeit von Twitch und die sind nun mal auch zuverlässig, finde ich. Also, konnte mich da jetzt noch nie beschweren irgendwie. Wenn ich was hatte, wurde das direkt geklärt und so. Aber wann habe ich mal was? Das kommt ab Juni 23. Okay, und bis dahin sind es 30%, oder was? Viel affiger, jetzt mal unabhängig von der Werbung, ne? Viel affiger finde ich dieses, was die einführen wollen, dieses Nachricht hervorheben. Was war das gewesen? 6 Euro für 10 Sekunden oder sowas? Das finde ich richtig affig. Also, das finde ich viel schlimmer als so eine Werbung, wenn du mich fragst. Ich meine, warum? Und wird dann die Kanalpunkte-Funktion eingestellt mit dem Nachricht hervorheben? Man weiß es nicht. Einfach wieder von Stay anschauen. Ja, ja, ich weiß. Das hat mir. Ultima hat mir das geschickt von Stay. War denn das? Ich weiß nicht mehr wer, aber Ultima hat es mir geschickt. Meine Hand zu wiederum, Game. Selten. Ja, Minecraft hatten wir damals auch auf unserem eigenen Server. Ja, weil Ding ist halt, wenn du mir mal sagst, wie der Plan ist bei dir mit dem Server, weil ich würde vorhin selbst mal eine Ankündigung schreiben und entscheiden lassen, auf was die Leute mehr Bock haben. Das hätte ich nämlich auch in einem Server aufgemacht und dann am Ende PvP gegeneinander, weißt du, ich meine? Ist ganz geil so. Mag ich. Oh.
Mein Rücken, ne? Macht momentan ein bisschen Faxen. Ich weiß nicht, ob es Wetter liegt, aber ich habe schon Rückenschmerzen. Hast du mir das geschickt, Marki? Kann sein, ja. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Oha, Kokosun. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank für Follow. Ging in der Kiste. Alles gut, Momo? Hast du den Kopf angehauen oder so? Ich glaube, Momo ist kaputt. Zu Hefe. Na? Oha, direkt ein Zapf rausgehauen. Couscous geht raus in den Zapfkoko schon. Liebe geht auch raus. Voll krass, tötete. Ne? Ja, okay. Was ist denn heute los? Ja, wow. Hallo? Ihr macht gerade Triggerino den Hyperino. Was ist los? Okay, ja, Duni hat Sub verlängert. Den Geschenken. Von Hallo? Hallo? Ich habe gerade erst begonnen. Ich bin nicht bereit dafür. Ich bin nicht bereit, wenn es kommt. Zur Hilfe. 33 Monate, zieh dir das mal rein, ne? Liebe gehen raus. Oha. Mein Chat habe ich ausgeblendet, ja. Warum habe ich mein... Achso, weil wir Dings Overcooked gespielt haben. Hier, da, bitteschön. Puff, puff. Küsschen geht raus aufs Pobäckchen. Und für Sparky gibt's einen Klaps auf die Stirn. Nur für Sparky. 33 Monate. Hell yeah. Der nächste Non-Sub, der schreibt, bekommt ein Sub geschenkt. Der nächste ist Non-Sub. Okay. Und schon kommt der Kirby raus. Let's go. Los. Der Ding, los! Dankeschön. Badeng. Da ist er und frisst die Bits. So, warte mal kurz. Sarah hat Felix nämlich ganz abgeschenkt. Küsschen dafür auf dein Stündchen. Weil er deine Lipo-Backe angefeuchtet hat. Ach so. Hehehe. Mit Thorsten seinem Sekt. Oh, weia, das klingt so falsch. Ja. Aber es ging alles raus bei mir, alles gut. Warte mal. Ich sehe gerade. Thorsten hat noch ein 100er Bit rausgeholt. Rauen. Ich bin verwirrt. Hör auf damit. Ich werde hier noch ganz schüchtern. Und Kokosun hat Mariana ins abgeschenkt. Kuss. Ja, Sarahs Freund hat eine verschenkte Sektflasche von Thorsten mal eben drunter geknallt neben mir und dann saß ich in der Suppe sozusagen. Ich hatte das in dem Livestream, den wir auf Instagram gemacht haben, habe ich das sogar gezeigt. Aber nicht mein Po, nur die Pfütze auf dem Boden. Aber hat denn das Dingsglas, das Keksglas überlebt, Sarah? Oder ist es mit kaputt gegangen? Hättest du das mal eingepackt gelassen, ne? Aber todeschillig unser Mod treffen, ja.
Ich habe. Ey, hast du gesehen, dass ich deine ganzen Storys einmal durchgeherzt habe? Guido hat mich schon gefragt, ob das dein Mod, ob das dein Mod-Treffen gewesen ist, weil du viel mehr gepostet hast als ich, ne? Gibt's eigentlich irgendwelche Add-ons für das Spiel? Zum Beispiel DPS-Meter oder so? Du meinst die BDO? Also ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen Add-ons. Sag was für 30 Monate. Ich habe irgendwie nichts gepostet, nee. Ich bin live gegangen, weil Sarah mich 500 Mal eingeladen hat zum Livestream. Musste mehr influencen, Frau Streamerin. Ich lerne das Influencen noch, ja? Hast du heute meinen Post gesehen? Ich gebe mir Mühe, Influencer zu werden. Es fällt mir aber nicht so einfach. An Egon, Couscous geht raus für 100 Bits. Aber es war jetzt immer 30 Monate. Und Momo, nein, kein Minecraft-Server. Wir reden von Ark. Ark Survival Evil. War, by the way, das erste Game, was ich je gestreamt habe, ne? Der erste Content auf meinem Kanal war damals Ark. Mhm. Da habe ich über die Konsole gespielt und gestreamt. Ganz, ganz wild. Da hatte ich nämlich noch gar keinen PC. Das wird einfach so 30 Minuten dabei ist, Ehre. Sparky. Ja. Sparky ist schon sehr, sehr lange. Aber ich glaube, längster ist Croxy. Warte mal, muss mal kurz hier runter gucken. Ja, Croxy hat 46 Monate. Das ist einfach der längste von allen. Längster Sub. Kannst du noch nach und influencen, was deine Mods für dich mitgebracht haben? Ja. Sieht man eigentlich so einen Livestream nachträglich noch irgendwo auf Instagram? Nee, war. Das war auch witzig, wie Lenny ganz erotisch seine Erdbeere gegessen hat. Und ich und Sarah einfach von beiden Seiten gefilmt haben auf ihn. Wenn man das gleich reinhaut. Aber ich hatte keine Funktion zum gleich reinhauen. Mein erster Content war aus Elixias Mama ihr Schlafzimmer. Okay. Habe ich nicht gesagt, Sarah und ich? Der Esel nennt sich immer zum Schluss, habe ich mal gelernt. Aha. Aha, aha. Habt ihr nicht gesehen, was ich jetzt für ein cooles Oberteil habe? Die macht eine Blase. Aber man sieht es, glaube ich, kaum, weil ich so weit unten sitze. Eigentlich müsste ich mein Bubblegum-Bitch-Lied dazu hören, aber das können wir ja nicht auf Repeat hören. Wie sieht das Gameplay aus? Wüsstest du, was du machst? Ich drücke random auf Tasten auf und hoffe, dass die Mobs sterben. Naja. Ding ist, ich spiele das Game jetzt auch schon seit 4 Jahren, ne? Solidar Support. Gleich mitbekommen, dass der abgelaufen ist. Das sind immer coole Oberteile. Ja, das stimmt. Eigentlich wollte ich erst was anderes anziehen, aber das spare ich mir für Donnerstag auf. Ich habe auch schon alle, ne? Alle Hype-Train-Dinger habe ich auch schon mittlerweile. Ja, ich meine, ich bin an einem chilligen Spot. Ich spiele meine Klasse seit, wie gesagt, schon seit 4 Jahren, ne? Wäre ein bisschen traurig, wenn ich nie wüsste, was ich hier mache. Ich spare mich auch für Donnerstag auf. Oh. Was passiert am Donnerstag? Ich habe halt bei der Bank einen Kredit ausgehandelt. Bald hole ich mir den Benz und komm rum, wenn du magst. Oha! Oha! Ja, ich bin sehr verliebt in mein Audi. Sehr verliebt. Brumm, brumm. Suchst gerade dein erstes Auto? Ja, ich kann dir nur die Empfehlung geben, dir Zeit zu lassen und vor allem viele Angebote abzuchecken, so, damit du da nicht auf die Nase fällst. Es geht nämlich ganz, 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 ganz schnell. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die besten Autos immer am weitesten von einem entfernt sind, ne? Zum Glück für ich arg nicht. Echt nicht? Boah, ich bin so richtiger, also, wenn ihr dachtet, dass ich Ahnung von BDU habe, ne? Bei Ark ist richtig schlimm bei mir. Da bin ich so ein richtiger Noob. Aber so richtig.
werd ich voll zum Nerdy. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. fehlt noch so eine Brille, die ich mir dabei aufsetze. Wir wollen Beweise. Was willst du denn für ein Beweis? Also wie soll ich das beweisen? Ich habe Arc im 12. Semester studiert. Im 12. Semester. Du nimmst mich gerne an die Hand. Stukadiert bitte. Okay, okay. Im 12. Semester stukadiert. Okay, okay. Wenn du darauf bestehst, dann... Okay. Ich werde mich nicht wehren. Warte mal, ich brauche mal einen Blick. Proddy. Blups, blups, nux. Und Bioloko... Was? Bikologonomie auch? Dezenter Dreher. Hast du dich eigentlich die letzten Tage mal wieder bei BDO eingeloggt? Ich hab dich gar nicht online gesehen. Jetzt mal nur Joke, es könnte cool werden, was Aktives zu sein. Ja, du, wie gesagt, ich hab das schon auch Interesse dran. Darum hätte ich dann noch die ein oder andere Hinterfrage. Und würde das aber auch gerne, weil ich sowas halt super gerne mit der Community verbinde, mit einbeziehen wollen. Wenn du sagst, es ist dir zu viel und blablabla, dann nee. Aber ja. Wie gesagt, ich wollte jetzt schon eine Ankündigung rausschicken am Discord, aber habe noch gewartet, bis ich mit dir sprechen kann. BDO, Systemsteuerung deinstallieren. Oha. Ich glaube, das würde ich nicht übers Herz bringen, ne? Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich auf diesen Deinstallationsbutton gehe. Also, BDO nicht mehr zu streamen ist eine Sache. Ich würde ja trotzdem noch BDO spielen. Aber BDO zu deinstallieren ist eine ganz andere Hausnummer. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste auch ehrlich nicht, was passieren sollte. Weiß nicht. Schwierig. Ich kann dich auch. Aber das wird dann wirklich erst später, ne? Weil nach dem Stream, Hunderunde, dann Sport und dann könnte ich dich erst callen. Nö. Tatsächlich nicht. Ich habe noch nie eine Pause eingelegt bei BDO. Also nur einmal zwanghafterweise, weil mein PC kaputt gegangen ist. Da aber so eine 3-Tage-BDO-Pause, also eigentlich nicht wirklich nennenswert. Aber so dieses, ich habe keinen Bock mehr oder so, hatte ich noch nie, ne? Ne. Nö. Ich war auch noch nie so an diesem Frustrationspunkt, weil ich halt so gechillt über BDO durchs Leben gehe, ne? Wenn es nicht klappt, dann... Oh, so ein Konzert jetzt nicht geklappt, dann beim nächsten Mal. Ich habe mir so viele Sachen einfach abgewöhnt, die dieses Gefühl hervorbringen könnten. Ist aber auch, es ist wirklich eine Einstellungssache, finde ich persönlich. Next one goes. Es ist immer nur ein Klick vom Pennen werden. Oder 5 Klicks. Ich habe eher so BDO-Phasen, die kicken dann, aber anders wild. Ich bin immer so ein ganz oder gar nicht Typ. Ich bin mal gespannt. Das kommen jetzt so Sachen wie Ashes of Creation und so raus. Könnte gefährlich werden. Für BDO. Ich bin gespannt tatsächlich darauf. Was denn? Jetzt auch schon dreimal Tent und zweimal Pen. Tuvala.
Also so als Tipp, ne? Nimm Crohn's nicht für Tuvalagia. Ich war auf der Gamescom nur wegen BDO und Marcel. Ja, Foto habe ich ja gesehen, wo du auch am BDO-Stand gewesen bist. Die habe ich ja gesehen. Hattest du gar geliked, meine ich. Ja, ich konnte ja nicht. Bin mir immer so ein bisschen schwieriger mit den Hunden und so. Ist immer alles so ein bisschen trackier. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Auto. Nichts anderes? Keine anderen Games? Gar nichts? Das sind die zwei Karsteine, die man vom Kurt bekommen und reingeschippert. Empfehle ich die nicht für Tuvalla zu benutzen. Heb die lieber auf für anderen Shit. Wenn du dann nämlich auf Boss geswitcht bist und Boss-Schmuck und den ganzen Schwung machst, also einfach aufheben. Die kriegen aber genug Crowns geschenkt, also so ist nicht. Mm-hmm.